Noch ein bisschen. Gib mir mal das Feuer auf, bitte. Na, wir laufen. Pass auf. Okay, immer dann laufe. Wir rauchen später. Wir laufen schon. Okay. Hallo Freunde, schöne Grüße aus Brixen. Wir arbeiten da, wo andere Leute Urlaub machen. Ich mache erstmal die Chick oder das Chick? Die Chick. Die Chick, weil hier sind wir in Südtirol. Und das ist alles ein bisschen anders. Das ist alles ein bisschen anders, wie der Mann an meiner Seite natürlich auch. Wo soll ich anfangen bei dieser Biografie? Wir waren auf der Alm, auf der er seine Kindheit verbracht hat. Jede Sommerferien auf 2000 Metern Höhe, Blick auf die Dolomiten. Also es ist ein Paradies, wo du lebst, oder? Es ist für mich mehr als ein Paradies. Ein Paradies kann ja auch irgendwo ganz weit in der Ferne sein. Aber was das Paradies ausmacht, das wahre Paradies, ist, dass du da auch dieses Gefühl verspürst, dass du da aufgewachsen bist und tolle Erinnerungen erfährst und deine liebsten Menschen da sind. Und deswegen ist es schon tatsächlich mehr als ein Paradies. Du betonst gleich am Anfang die Verwurzelung in der Heimat. Wir sind in Brixen in Südtirol und dein Slang ist immer da. Und trotzdem hast du Fans in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, natürlich hier. Nicht nur du, sondern eure Band Freiwild. 20 Jahre das große Jubiläum gefeiert mit einem vollen Stadion in Dresden. Du bist ja auch so ein bisschen ein Pendler zwischen diesen Welten des heftigen Rocks und der Verwurzelung auf dem Bauernhof. Darf man, glaube ich, sagen, Tölzelhof. Bio reicht ihm nicht, das ist Natur pur. Das sind jetzt viele Dinge, auf die ich eingehen muss. Ich bitte darum. Ich glaube, dieser heftige Rock'n'Roll im Falle von Freiwild ist nicht nur für mich, sondern auch für die ganzen Bandkollegen nur durch diesen krassen Gegenpol stemmbar gewesen. Und das ist uns heute nach 20 Jahren Bandgeschichte mehr denn je bewusst. Wollte ich sagen, besser denn je, weil ihr reifer noch geworden seid und bewusster? Weil man ein anderes Bewusstsein kriegt. Mhm. Und weil man plötzlich Dinge, die einem sonst als absolut normal und gewöhnlich vorkommen und nicht sonderlich anders als bei anderen sozusagen, die kriegen irgendwann bei zunehmendem Alter, weil man auch das ganze Leben ein bisschen reflektiert, eine ganz andere Wertschätzung und eine ganz andere Dankbarkeit und auch eine nicht nur Selbstverständlichkeit. Das klingt komisch, es gibt ja diese Worte, man kann nichts dafür, wo man aufgewachsen ist, das sei ein Zufall. Das mag ja grundsätzlich sein. Definitiv ein großes Glück bei dir. Es ist ein großes Glück. Ja. Es ist aber auch eine Geschichte dabei, wie im Vereinswesen, wie letzten Endes vielleicht auch im urbanen Dazugehörigkeitsgefühl, wie es die Berliner haben oder keine Ahnung, wer noch, Düsseldorfer zum Beispiel. An der Stelle muss ich sagen, oder auch Kölner. Oder Kölner auch, genau. Und sorry, ihr Düsseldorfer. Wir haben ja auch irgendwo übers Vereinswesen, über gewisse Dinge, ob das kirchlicher Natur sind, bei den Ministranten, ob das Projekte über Schulen sind, ob es die Bachreinigung bei den Fischern ist und so weiter. Man ist ja irgendwo nicht nur da und genießt das, sondern man hilft mit und man beteiligt sich, dass das auch so schön ist für sich selbst, für natürlich die ganze Gesellschaft und auch mit großer Verantwortung für die Leute, die nach einem folgen werden. Und das ist nicht nur Glück, es ist auch Verantwortung und deswegen auch dieses Dazugehörigkeitsgefühl, ohne dass man sich über jemanden anders stellt. Das ist für mich Heimat. Da sind so viele jetzt umgekehrt von deiner Seite Aspekte drin. Ich will mal einen aufgreifen. Für die, die nach uns kommen, ja. Das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Das genau. Hat etwas mit Bewahrung der Schöpfung zu tun. Und du sprachst über die Zeit als Ministrant jetzt im Ansatz. Ich hatte das Glück, deinen Religionslehrer, ich nenne ihn ab jetzt Don Alfredo, Alfred sei gegrüßt, kennenzulernen. Ich hatte das Glück, mit dir handwerklich tätig zu sein. Wir haben die Scheune ein bisschen restauriert, das Heu heute gemacht und reingeholt, das soll es trocknen. Danke, danke. Ja.
Für einen Kölner, sehr gut. Für einen Theoretiker. Genau, die Berglandwirtschaft ist ja nochmal ein anderes Paar Schuhe. Aber ist schön. Ja. Worauf ich hinaus will, du sprichst dieses Gemeinschaftsgefühl an, ob in der Jugend, in Organisationen, ob in Vereinen oder bei euch in der Band. Und was mich wirklich sehr beeindruckt ist, dass du sagst, sowohl deine drei Jungs, die mit dir auf der Bühne stehen bei Freiwild, als auch diejenigen, die uns jetzt handwerklich geholfen haben oder uns heute Morgen beim ersten Espresso begegnet sind. Ja? Der eine baut Retro-Wohnmobile für die Bergwelt, der andere macht dies und jenes. Der ist ein Zimmerer, warst du auch. Das hat immer was mit Gemeinschaft zu tun, mit Team Spirit. Hast du die Sorge, dass das in unserer heutigen digitalisierten, hektischen, überdrehten, individualisierten Gesellschaft verloren gehen könnte? Ich stelle es leider sogar bei meinen eigenen Kindern fest und ich halte das so mit dieser Aussage, die ich dir auch schon heute erzählt habe. Ich glaube, dass jeder Blick aufs Handy ein Abenteuer sterben lässt, im übertragenen oder übertriebenen Sinn. Für mich ist es so, dass ich leider feststelle, und wie gesagt, ich möchte gar nicht so weit in die Ferne schweifen, sondern ich muss es ja selbst als Vater mir auch selber eingestehen. Ich habe es rausgezogen, soweit es nur irgendwie ging. Meine Kinder haben mit 11 ein Handy gekriegt. Wir schauen auf die Nutzungszeit und so weiter. Aber ich stelle fest, dass viele, viele Dinge, die vorher in Gemeinschaft, über Stunden in der freien Natur, in der Sonne, bei Wind und Wetter erledigt wurden. Beim Fußballsport, genau, die sind, Basketball, Volleyball, Handball. Die sind geschrumpft. So. Im Vergleich zur Zeit, die ich als schöne Zeit in meiner Kindheit und Jugend immer, wie gesagt, nie alleine, sondern wie es in uns Menschen einfach in unserer DNA drin ist, am liebsten mit ganz, ganz vielen. Und dann teilt man die Erinnerung und man fährt die auch ins Alter weiter. Deswegen auch diese Leute heute früh, Freunde, die mit mir in der Grundschule waren, im Kindergarten teilweise, die bei mir gearbeitet haben, die ich auch dann anstelle, zum Beispiel ein Klempner, der dann geht zu Freunden. Und das ist für mich auch ein großer Wert vom Leben und all das in Vergleich zu stellen mit Menschen, die deren bester Freund das Handy ist oder die virtuellen Freunde bei Facebook und so weiter, finde ich ein Trauerspiel. Leider Gottes, man muss auch sagen, vielleicht stellt man sich da über irgendwas, aber die Frage kann nur ich selbst beantworten, die wurde mir gestellt. Für meinen Teil hat es eine negative Veränderung geben, was die Zeit miteinander zu verbringen in physischer, angreifbarer, riechbarer Form. Das ist für mich schon schlechter geworden, schlimmer. Ich will dich da in Schutz nehmen, zumindest ich denke genauso. Und die Begrifflichkeit, sich über andere zu stellen, die hat ja einen negativen Touch. Aber man darf doch wohl versuchen, ein gelebtes Vorbild zu sein. Das ist auch eine Pflicht. Für die Jugend, für deine... es ist sogar eine Pflicht. Ja, finde ich, ja. Okay. Woher rührt die? Aus der Tatsache, dass du zweifacher Familienvater bist? Oder vorne an der Rampe mit dem Mikro stehst? Weil eine Band hat ja auch sowas, ich sag's mal, wie eine Pyramidenform, wie eine Keilform. Vorne kann eigentlich nur der Frontmann sein und die Jungs hinten supporten. Dann kommt aber mal der Gitarrist nach vorne und übernimmt einen wichtigen Part. Ja, gerne. Ist ähnlich wie bei Keith Richards neben Mick Jagger, ja, als Beispiel jetzt. Also für mich gibt es drei Gründe, warum ich diese Vorbildsfunktion fühle. A, ja, ich habe eine Verantwortung meinen Kindern gegenüber. Diese habe ich übernommen bei der Geburt und habe sie spätestens bei der Taufe nochmal beschworen. Der zweite Punkt ist der... Warte, ganz kurz. Komm, merkt ihr den zweiten Punkt. Aber bist du noch so christlich? Ich bin christlich denkender Mensch und ich glaube, dass die 10 Gebote ein ganz großes Geschenk für die Menschheit sind. Das glaube ich. Ich bin kein ultrafleißiger Kirchgänger, aber mich zieht es auch mal hin. Und ich gehe auch mal so alleine in die Kirche, in die Kapelle. Das mache ich immer, immer. Das kann der Petersdom in Rom sein. Es kann aber auch der Brixener Dom sein. Es oder kann die auch kleine, meine kleine Kapelle Dorfkapelle sein. Eben. Das große Glück ist, bei mir steht daneben eine Kapelle. Und das ist auch für mich sozusagen ein kleiner Anker, wenn es mir danach ist. Aber ich will zurückkommen. Das Zweiter ist der Punkt, eine Punkt.
der zweite Punkt in Sachen Verantwortung ist, ich glaube, es ist in uns Menschen drinnen, dass die Menschen, die älter sind, Erfahrungen voraussammeln, diese dann auch bitteschön wieder weiterzugeben haben, weil aus Geschichte wird gelernt. Es gibt sonst gar keinen Grund. Geschichte ist dafür da, dass man es später besser macht, aus den Fehlern lernt und die Stellschrauben nochmal nachdreht und vielleicht nochmal die Gleise ein bisschen umstellt. Und der dritte Punkt ist der, ich bin ein Lehrerskind und deswegen liebt es mir vielleicht auch durch unfassbar anstrengende Gespräche mit meiner Mutter und mit meinen Geschwistern. Die aber sehr sympathisch ist, die Mama. Diese Klugscheißerei ist ein bisschen mit drin und es macht mir Spaß zu reflektieren und auch mit jüngeren Menschen zu diskutieren und da irgendwo vielleicht auch mal mich selbst nachzustellen. Das ist nämlich auch so eine Art, man muss ja nicht immer sagen, man hat 100% recht. Man hat es halt einfach auch nicht. Und die Zeit ist immer eine andere. Aber ich finde es spannend, mit jüngeren Menschen zu reden. Und da kann ich es nicht lassen, auch mal klug zu scheißen. Würden die sagen, ich würde sagen, meine Erfahrung loszuwerden. Ich meine, jetzt bist du voller Tattoos. Ja. Und eines auf deinem Arm, vielleicht zeigst du es mal, My Life, My Rights. Genau. Das könnte man jetzt als Individualismus sehen, mein Leben, meine Rechte. Aber so wie ich dich kennengelernt habe, setzt du dich für die individuellen Menschenrechte an sich ein, die ja dann aber auch, und da will ich mal kurz drauf hinaus, weil wir wollen auch mal ganz kurz über die aktuelle politische Entwicklung reflektieren, die kann in einem Kollektiv untergehen. Mhm. Und ich habe so ein Gefühl, deshalb übrigens auch der Untertitel meines neuen Buches, wenn ich das sagen darf, Moraldilemma der Westen und die Autokraten. Wir genießen im Westen My Life, My Rights. Und die Mehrzahl der Menschen auf dem Planeten hat dieses Glück, da sind wir wieder beim Glück der Herkunft und der Verwurzelung gar nicht. Das ist die Frage. Ich glaube, dass ein Südtiroler, der in Italien natürlich sehr, sehr viel unterwegs ist, der kriegt es anders mit, als du das jetzt gerade gemeint hast. Nämlich, ich habe in meiner Zeit als Zimmerer, als Monteur, eine ungemeine Zugehörigkeit, nicht nur bei Fußball, zur italienischen Fahne, zu den italienischen Liedern, zur italienischen Dolce Vita, zum Essen, zur Tradition, zu diesen wunderschönen Denkmälern, die uns die Römer hinterlassen haben und so weiter und so fort. Forum Romanum ist Weltklasse. Das ist nur Italien. Und 2000 Jahre alt. Genau, und ich war... Die haben besser gemauert als heute, die Maurer, würde ich jetzt mal behaupten, so an dieser Stelle. Es gab zumindest keine Wasserschäden. Nee, die gab's nicht. Das ist wirklich so. Ich bin auch in Frankreich gewesen und ich war in Island und ich war in Skandinavien. Interessanterweise würde ich den Ball gerne zurückspielen. Ich glaube, dass man das in Deutschland nicht so hat. Dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ich glaube, dass es bei also uns schon ist. Meine Sorge ist größer als die Realität bei euch? Ich denke, dass es daran liegt, warum ich auch glaube, dass das in uns Menschen drinnen ist. Mhm. Und wohlgemerkt, das unterstreiche ich, es ist ganz, ganz wichtig, ohne sich über irgendwen anders zu stellen und nicht irgendwen klein zu buttern und sich als besser zu fühlen. Das hat damit zu tun, das ist eine ganz, ganz wichtige Einstellung, die ich für mich eine wichtige Einstellung, hinter der ich mich stelle. Es ist so, meine Oma hat irgendwann mal zu mir gesagt, wer seinen Garten nicht liebt, wird ihn auch nicht pflegen. Mhm. Das klingt jetzt ganz ja, mega traditionell, und traditionell. Old school irgendwie. Aber ich denke, dass diese Vereine wie zum Beispiel Sportvereine, auch die Schützen in Südtirol zum Beispiel, auch diese alten Lederhosen, Trachtenvereine und so weiter, das ist zwar... Vielleicht noch von der Zeit von Opa und doch vorher und so weiter und so fort. Aber all das ist für mich auch eine Art Training, dass diese Wertschätzung und diese Pflicht, die daraus entsteht und wächst, dass die überhaupt da ist. Ich hatte es gestern Abend mit dir auch über diese neue Jugend, aus männlicher Sicht, diese E-Boys. Ich fand es sehr, sehr interessanten Artikel. Ich glaube, es war im Stern oder im Spiegel, wo drin stand, schöne Haare und belanglos. Ich muss sagen, alles egal ist sehr, sehr schnell für Jugendliche, weil
Wichtig ist chillen, bisschen Knete, die es vom Papa gibt und so weiter und so fort. Aber den Arsch hochzukriegen, sich für die Allgemeinheit einzusetzen und so weiter, die ist nicht belanglos. Und das sind auch nicht die schönen Haare nur wichtig, sondern es geht darum, dass diese Wertschätzung, die man in Italien, ich bleibe jetzt in Italien, von klein auf mitkriegt, in diese Gemeinschaft einschwört, dass das alles dazu beiträgt, dass viele Dinge in Südtirol, da bin ich jetzt nur in Südtirol zum Beispiel, einfach ungemein verantwortungsbewusst und, wie nennt man das Wort jetzt nochmal, unentgeltlich funktionieren. Und das finde ich total schön, dass es einfach diese freiwilligen Geschichten gibt. Ohne das ist vieles nicht stemmbar. Bei mir rennst du die offene Türe ein, weil das Ehrenamt muss viel mehr geehrt werden. Das glaube ich auch. Die Menschen gehen immer mehr dahin, zumindest in vielen westlichen Gesellschaften, Dinge nur noch zu tun, wenn sie dafür eine ökonomische Belohnung in irgendeiner Form bekommen. So ist es. Und das finde ich extrem schade. Ich will aber noch auf einen anderen Punkt hinaus. Diesen Team Spirit, der Begriff fiel eben. Du sagtest, du seist in Frankreich gewesen. Ja, war ich ein paar Mal. Ja. Wunderschön. Ich war bei Rammstein. In Frankreich, wo die DVD gedreht wurde. In Nîmes. Aha. Nicht, da wäre ich auch gern gewesen. Ja, guck mal, ich habe Gänsehaut, obwohl es hier 30 Grad hat. Wir sind übrigens, reicht. Schau mal, vor Queens und Kings. Der Mann ist natürlich, also Philipp Burger, ist nicht nur der Burgerkönig von Brixen. Ja, das sind wir alle als Band, so viel muss ich sagen. Aber Name, ich muss den Namen hergeben. So eben. Sondern Queens and Kings hat auch ein gutes Stracciatella und ist einfach eine geile Kneipe. Aber worauf ich hinaus wollte, Gänsehaut trotz der Hitze. Ich war in Nîmes bei Rammstein, dort, wo Völkerball gedreht wurde, aber erst vor jetzt ein paar Jahren, als die Europatour abgeschlossen wurde. Und ich war 3 Nächte hintereinander in dem kleinen Kolosseum und habe dieses Gemeinschaftsgefühl erlebt. Und da ist die Nationalität spielt überhaupt keine Rolle. Sollte sie auch nicht. Weil da waren Skandinavier, Franzosen, Deutsche, Italiener, genau. Woher auch immer. Aber die Sehnsucht hast du gespürt. Ja, aber frag nicht nach Sonnenschein. Also wenn man einmal da, es war genial. Mhm. Und ein ähnliches Ding, auch wenn die vielleicht enger vom Wirkungskreis her sind als Rammstein, die waren ja immerhin auch im Madison Square Garden in New York oder so, die können ja eine Welttour spielen oder tun sie auch. Aber zum Beispiel die Toten Hosen. Mhm. Ihr habt jetzt 20 Jahre Freiwelt und die Hosen sind gerade auf Tour, auch Jubiläum, aber 40 Jahre. Ja, die sind so ein bisschen älter. Ja, sind ein bisschen älter. Du erinnerst mich trotzdem von deinem Wertesystem. Oder wenn wir von den Ministranten reden, nennen wir es mal Wertekanon, auch so ein bisschen an Campino. Weil wenn der das Wort ergreift auf der Bühne, dann ist er sich über die eben besprochene Vorbildfunktion bewusst. Der erzählt nicht irgendeine Scheiße. Hattest du das? Also zumindest möchte ich auch nicht. Ich finde, dass wir als Künstler, wenn wir ein Mikrofon in der Hand halten, ihr seid ja Multiplikatoren. Und in erster Linie, man muss ja unterscheiden, was Musik betrifft, es gibt zweierlei von Kunstformen des Ausdrucks. Die eine Geschichte ist die, man sagt, ich mache einen reinen Unterhalter. Mir geht es wirklich nur, dass die Leute mal 1,5 Stunden, 2 Stunden von den Gedanken in die Musik eintauchen und möchte sonst mich zu gar nichts äußern. Das ist eine Geschichte, stelle ich nicht in Frage. Ist legitim. Vollkommen legitim. Ich habe mich aber für was anderes entschieden. Ich habe mich für was anderes entschieden. Ja. Für mich war Musik immer autotherapeutisch. Ich hatte die ersten Songs deswegen so geschrieben, weil ich mich selber erforschen wollte und damit Lösungen aus mir selbst herauskratzen konnte, sollte und wollte. Und dann ist was Interessantes passiert. Es gab dann relativ schnell Leute, die dann gesagt haben, es ist so hart, diese Texte, die tun mir so gut. Und dann wirst du als Musiker und Autor zum ersten Mal wird dir bewusst, ganz ehrlich, das schreibst du nicht für dich alleine oder für die kleine Gang im Proberaum, sondern das schreibst du, wie du es richtig gesagt hast, multiplikatormäßig für ganz, ganz viele. Und diese ganzen Dinge, die man insbesondere jetzt und heute nach so vielen Jahren, die wir gerade hinter uns haben, beispielsweise diese ganzen Sorgen, die Corona mit sich gebracht hat, wenn man hier auf eine Bühne geht und einfach überhaupt nichts hinterlässt bei den Ansprachen, dann finde ich es schade und ich finde es auch ein bisschen
wenig mutig, muss ich sagen. Weil es gibt zu viele Meinungen zu gewissen Sachen. Mhm. Da muss man jetzt nicht dieses klassische Impfgegner-Scheiß sonst oder irgendwas sagen, sondern es sollte einfach für mich schon darum gehen, dass man auch die Finger in Wunden legt, wo man einfach zum Beispiel, habe ich das in Dresden gemacht, einfach gesagt habe, ich wünsche mir endlich mal diesen Diskurs von auch verschiedenen Bands mit verschiedenen Meinungen, ohne auf einen anderen Fan zu zeigen und der darf nicht rein und der darf nicht rein und so weiter und so fort, weil ich der Meinung bin, dass so viel Platz auf dieser Welt ist und insbesondere wir als Bands und Künstler die Verantwortung haben, Leute aus den ganz weit Scheißecken rauszuholen und das funktioniert nicht, wenn ich sie nicht reinlasse und als irgendwie ein Schwein oder Arsch betitle, sondern da muss ich sagen, Freund, alles gut, ich habe eine Frage an dich. Ja. Hör doch mal meine Lieder an. Meine Botschaften, die sind komplett anders als deine. Im Optimalfall nimmt das sich was mit nach Hause und sagt, geil, das ist interessant, ich habe darüber nachgedacht. Da waren so viele tolle Menschen. Vielleicht bin ich auch mal einzig bei 10.000 Leuten wirklich ein bisschen auf dem Holzweg und fange an nachzudenken. Und deswegen haben wir als Musiker, bitte, das ist ein ganz großer Wunsch, endlich mal unser hohes Ross alle gemeinsam zu verlassen und zu sagen, jeder ist willkommen, wir sprechen mit jedem, komm in unsere Arme, wir machen uns einen geilen Arm und somit erreicht man Seelen. Und somit kriegt man Umdenken bei jungen Menschen hin. Das ist für mich wichtig. Finde ich super. Klingt fast so wie eine andere Form von Willkommenskultur. Weil der Begriff Willkommenskultur wurde ja im Rahmen der Migrationsthematik geprägt. Aber wenn jetzt bei einem Konzert plötzlich wieder sich alle willkommen fühlen, dann ist die Chance viel größer, auch die von dir angedeutete Wirkung zu erzielen. Das ist so. Das kann ich aus meiner eigenen Geschichte sagen. Ich fand, als ich die Chance bekommen habe und mich dazu entschlossen habe, zurück in die Mitte der Gesellschaft zu reisen und mich auf die Suche zu machen nach komplett anderen Werten, das ist gar nicht so einfach, so ein Ausstieg, weil du hinterlässt eigentlich, in meinem Fall, 3 Jahre Parallelwelt, wo du dich wohlgefühlt hast, weil sonst wärst du ja nicht geblieben. Trotzdem waren die Einstellungen und die Aussagen in den Liedern und so weiter irgendwo nicht mehr so wie das, was in meinem Herzen vorging. Und da war ich ungemein dankbar, dass es Menschen gegeben hat, die gesagt haben, ganz ehrlich, Philipp, ich hatte echt ein Problem mit dir und mit deinem, wie du ausgesehen hast. Mhm. Und hier und heute freut es mich, dass du da bist. Ey, geil, trink mal was zusammen und hör dir doch mal die Band an und so weiter. Und das waren für mich die Anker, wie in einer Kletterwand. Die einzigen, die gehalten haben und sonst wäre ich gestürzt. Mhm. Und das ist für mich Offenheit und Willkommenskultur und auch Fehlervergibkultur. Und das sind wichtige Normen, wo ich sagen würde, die sind viel, viel wichtiger als dieses für mich überhaupt dämlichste draufzuschlagen und jemanden als irgendwas zu betiteln und sich einfach abzugrenzen, weil das ist das Feigeste. Dann kann ich einfach sagen, dich will ich nicht, dich, du mit dem Shirt kommst nicht rein und das will ich auch nicht. Ganz ehrlich, das ist doch das Schlimmste, was du einem jungen Menschen antust, der zurück ins Leben will. Total. Und wenn du gerade Shirt ansprichst, hier, das kann man als... Selbst gemalt, hast du gesagt? Ja, mit meinem Best Buddy, der war früher Chefdesigner bei Puma und dann Maler. Und wir produzieren Shirts, soll keine Werbung sein, aber um Kunst zu demokratisieren und deshalb diese Nachdenkpose. Ja, wir hatten das begonnen mit Nelson Mandela. Wir haben zum Beispiel Mohammed Ali. Ja, den kennt man nur als Haut drauf, als Weltmeister. Aber wieso haben wir den aufgenommen in unsere Denkmalserie? Weil der damals gesagt hat, zum Vietnamkrieg, ich gehe da nicht hin. So war das. Weil ich als Schwarzer muss einen Kampf für euch wohlhabende der mich Weiße... Angeht, der geht mich nichts an. Und den ich nicht gut finde. So, weil ich kenne die Asiaten, die ich dort ummähen soll, die kenne ich überhaupt nicht. Und die haben mir weniger Böses getan, als unter Umständen meine etablierte Welt in den USA. Und das meine ich so mit Vorbildwirkung. Und jetzt hatte ich aber gestern, weil ich will auf deinen Punkt zurückkommen, ist jetzt schade, ein Shirt an, vielleicht hast du es gesehen. Da stand eigentlich drauf, make no mistake. Ja, genau, das habe ich noch gesehen. Und da war aber das durchgestrichen. Ja, genau. Das heißt, man sollte gerade jungen Leuten
auch erlauben und zugestehen, Fehler zu machen und sich dann auf einen Weg vielleicht irgendwo anders hinzumachen. Du hast eben angedeutet, du sprachst von 3 Jahren, warst du mal auf dem falschen Weg. Ja. Kannst du das so quantifizieren, so abkapseln? War das nur so eine temporäre Phase oder wie würdest du deine Biografie Meine unter Biografie den Aspekten sehen? Meine Biografie würde ich so sehen, ich werde ein Mensch sein, mein Leben lang, der immer mal wieder in eine Fallgrube tappt. Das glaube ich einfach. Und ich glaube, dass alle Menschen, wenn sie ganz ehrlich zu sich sind, in ihrem Leben das auch brauchen. Und wenn sie gefragt werden und ganz, ganz ehrlich sind, dann ist es nicht so wie im Hollywood-Spielfilm, dass praktisch es geht nach oben und dann gibt es die Fallhöhen, weil es von der Dynamik her einfach so wichtig ist. Also einer fällt, steht auf, dann fällt er noch tiefer und zum Schluss ist Happy End. Und dann macht er nie mehr was falsch. Das lässt der Regisseur offen. Ja. Und das macht er aber nicht. Im Leben gibt es keinen, der wirklich alt wird und sagt, ich habe einmal in meinem Leben großen Scheiß gebaut, Gott bewahre, lass mich das nie mehr machen. Dann macht er aber vielleicht auf einer anderen Ebene einen anderen Fehler. Ja, klar. Das kann mit Alkohol sein, das kann durch Untreue passieren, das kann durch Diebstahl passieren, das kann durch Steuerhinterziehung passieren, das kann im Endeffekt. Die Frage ist, wie nehmen das die anderen Menschen wahr? Und wenn sie es nämlich nicht wahrhaben oder wenn sie es nicht wahr oder wenn sie es nicht mitkriegen, wird dieser Mensch auch nicht kritisiert. Und daraus erschließt sich für ihn manchmal ein de facto gemachter Fehler, erschließt sich ihm gar nicht als Fehler. Warum? Weil es keiner weiß. Okay, und dann kann auch der Lerneffekt nicht entstehen. Ich glaube, jeder, der ehrlich zu sich ist, sagt, wenn ich zurückdenke, ich würde vieles anders machen, ganz bestimmt, weil daraus, das ergibt sich nun mal, dass man nicht gerne in Scheiße fällt und dann ist es aufrappeln und nach vorne schreiten und sich wieder zurück ins Leben zu kämpfen, das kostet ja ungemein Kraft. Tja, aber wenn man ehrlich ist, ich für meinen Teil, ich sage, ich danke dem Herrn fast für jeden Fehler, weil daraus habe ich irgendwo mein Leben in eine bessere Richtung gestellt und ohne vielleicht gar nicht. Das finde ich super spannend und ich freue mich, dass du mit deiner Biografie offen umgehst, weil sonst könnten die beschriebenen Lerneffekte nicht eintreten und ich will dich darin bestärken. Meine gravierenden Fehler im privaten Bereich, würde ich das jetzt mal unter moralischen Aspekten vor allen Dingen sehen, die haben mich im Endeffekt in meiner Klarheit sehr weitergebracht, dass ich weiß, was ich nicht mehr will und welche Dinge ich nicht mehr falsch machen sollte. Dadurch entsteht eigentlich so ein Korridor oder ein Leitplankensystem. Und vielleicht kommen wir am Ende unseres Gesprächs auf den Anfang nochmal zurück. Das ist eigentlich dasselbe wie die 10 Gebote. Weil da steht jetzt drin, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst niemanden ummorden. So, und noch nicht mal jemanden beklauen oder nicht lügen, etc. Im Grunde ist es eigentlich, wenn man es ganz ehrlich sieht, dieser Spruch, was du nicht willst, was man dir antut, das tue auch keinem anderen an. Ja. Oder füge auch keinem anderen zu, glaube ich, so ist die korrekte Form. Ja. Ja. Das Interessante ist, deswegen fand ich das eigentlich immer, ich habe noch so eine Art Sinnkrise gehabt und es gibt ja... Wann war die, wenn ich fragen darf? Die war mit 24 sowas, da habe ich mich einfach total ausgebrannt. Also vor 1,5 Jahrzehnten, Pi mal Daumen. Sowas, ja? Genau. Und ich habe damals mich intensiv auch mal mit meinen Wertehaltungen und so weiter beschäftigt und mit Gut und Böse und auch dieses Gefühl oder dieser Drang, auch sozusagen eine Art Draht zum Himmel zu haben und so weiter, wie viel mir das bedeutet. Gut. Und da habe ich irgendwann mal was gelesen und das fand ich... Ich will es gar nicht werden, aber spannend ist es definitiv. Ungemein ich weiß nicht mehr, wo ich es rausgefischt habe, aber eine Sache, die fand ich ungemein toll. Und die hat mich darin bestärkt, dass der Mensch grundsätzlich nach dem Guten trachtet. Und das mit einem Satz erklärt, dass selbst der größte Verbrecher lieber geliebt als gehasst wird. Ha. Megading. Das fand ich spannend. Und mein wichtigster unter dem Aspekt gelebtes Vorbild, also für mich ist auch ein Udo Lindenberg extrem wichtig. Weil zum Beispiel der singt,
gegen die Strömung, gegen den Wind. Lass sie doch labern, blöd wie sie sind. Und dann macht er natürlich auch eine Gesellschaftskritik. Pardon dafür, scusa. Diese schlaffen, gebügelten Affen. Das heißt, der erlaubt sich auch dieses My Rights. My Life, My Rights, so. Dieses autarke, autonome, individuelle, aber halt immer in einer Struktur, wie in der Band. Ein Bruce Springsteen mit seiner E Street Band. Genau wie das Panikorchester von Udo. Seit 50 Jahren ein Team. Wir hatten die Hosen, wir hatten euch, 20 Jahre. Und was ich jetzt doch am Ende noch mal raushauen muss, ihr bringt ja jetzt, und also in mein Auto passt es nur zum Einpacken, aber nicht mehr zum Hören, aber zu Hause auf dem Plattenteller. Ja, so eine 8-Kilo-Box, ich glaube mit 24 Vinyl-LPs. Mit allen, die wir irgendwie, mit allen Alben, die wir mal rausgebracht haben. Und die habt ihr jetzt geremastert, damit sie auf Vinyl und da wir sind. Ja? Den Leuten einfach diese analoge Welt, die gar auf einem sehr, sehr schnellen Weg gerade verloren zu gehen scheint, zurückbringen. Wir möchten Menschen einfach nur ein Andenken da lassen, dass sie sagen können, vielleicht auch in 50 Jahren, Freund oder Enkelkind, egal was, das war meine beste Zeit, die ich mit einer Band erleben konnte. Ich war Konzerte, ich habe da Menschen getroffen, ich habe was aus den Texten mitgenommen, ich hatte tolle Gespräche, egal was. Und ich liebe diese Lieder und da sind sie alle drauf. Vom ersten bis zum letzten Song sind alle Dinger hier drauf in dieser schönen Box. Und das war so ein Wunsch, den wir uns mit 20 Jahren Band noch zum Stadion zusätzlich erfüllen wollten. Mega. Also es sollte keine PR-Veranstaltung werden. Jetzt ist ich es vielleicht, nicht angefangen. Genau, ist meine Schuld. Jetzt hau ich noch einen letzten raus. Aber die Katze kommt nicht aus dem Sack. Über den Mann wird es bald ein Buch geben. Und der Untertitel, der mir jetzt so kommt, dir, ja, nach unseren Gesprächen, ist, ich hoffe, du empfindest das nicht als Affront, nee, ist so Prinzip vom Outlaw, weil du hast ja eben zugegeben, dass du auch mal auf einem falschen Trip warst, vom Outlaw zum Brückenbauer. Da würde ich einen Punkt reinmachen. Wo? Nach Brücken. So wie bei